Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist glücklich. Ich bin Mariswaru. Das Konzept des Woken ist in den Medien relativ neu und tauchte zuerst in den Werken von Dolores Cannon und auch im Law of One auf. Auf der Erde gibt es jedoch keine wirkliche Möglichkeit, einen Woken zu entdecken. Für eine viel weiter fortgeschrittene Zivilisation und ihre Wissenschaft gibt es eine Möglichkeit, sie sogar künstlich zu erzeugen. Wie wir später sehen werden, niemand auf der Erde kann wissen, ob jemand ein Woken ist, oder ob er oder sie ein Woken ist, nur indem er die Symptome addiert und die Punkte verbindet. Die grundlegende Beschreibung eines Wokens ist eine Seele, die in höheren Existenzwelten oder im Jenseits war und dann lange Zeit nach ihrer Geburt, meist im Erwachsenenalter, in einen lebenden Körper eintritt und meist die ursprüngliche Seele ersetzt, die freiwillig ins Jenseits zurückkehrt. Das erste Symptom eines Woken ist eine abrupte Veränderung der Persönlichkeit, einschließlich der Interessen und Fähigkeiten. Doch bevor wir uns mit den Details von Wokens beschäftigen, müssen wir zunächst ein paar wichtige Begriffe verstehen. Das erste ist, dass es sich nicht nur um ein metaphysisches und spirituelles Phänomen handelt, sondern dass es auch eine sehr starke psychologische Komponente hat. Nicht jeder, der eine abrupte Veränderung seiner Persönlichkeit, seiner Interessen und all dessen erfährt, ist ein Woken, denn wir müssen objektiv verstehen, dass es im Laufe des Lebens eines Menschen eine natürliche Bewusstseinsentwicklung gibt, zu der auch die Veränderung von Lebensinteressen und Geschmäckern gehört, weil etwas oder eine ihrer Überlegungen oder etwas, dessen sie sich plötzlich bewusst wurden, sie dazu gebracht hat, ihre Meinung über das zu ändern, was sie vorher im Leben interessiert hat. Sie hatten die Nase voll von dem, was sie taten. Sie hatten genug von den Aktivitäten, die ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Oder es ist einfach das Ergebnis der natürlichen Entwicklung eines Menschen. Wenn er oder sie altert und sich seine Umstände und Ressourcen im Laufe des Lebens in andere Richtungen verschieben. Viele Menschen in der spirituellen Gemeinschaft und in geringerem Maße auch anderswo erleben plötzliche Veränderungen in ihrem Erwachen, Veränderungen, die oft als spirituelles Erwachen oder die damit verbundene Kundalini, Aktivierung und so weiter bezeichnet werden. Diese Menschen, die sich plötzlich bewusst werden, wie die Welt wirklich funktioniert, und denen bewusst wird, dass sie in einer Lüge leben, die ihnen von den Kontrolleuren der Erde auferlegt wurde, entwickeln natürlich eine sehr starke Ablehnung der Gesellschaft, da sie diese als ausbeuterisch, primitiv und grausam ansehen, und sie wollen nichts damit zu tun haben. Daher ist es für sie einfach zu schlussfolgern, dass sie entweder Sternsamen oder Wokens sind, denn beides sind Identitätsklischees, die fortgeschrittenen und bewussten Seelen auf der Erde dazu dienen, ihrem Leben einen Sinn und einen Grund zu geben. Sie werden oft als Erklärung dafür benutzt, warum sie sich auf der Erde so verloren fühlen, mit einem tiefen inneren Gefühl des Nichtzugehörens und der Verwirrung darüber, was sie eigentlich an einem Ort tun, der ihrer eigenen Schwingung so unähnlich ist. Auch wenn die Bezeichnung Woken nur ein psychologischer Mechanismus ist, der dir hilft, mit der Gesellschaft und all den Herausforderungen in deinem Leben zurechtzukommen, so gibt es sie doch, und du könntest sehr wohl einer von ihnen sein. Oder du kennst vielleicht jemanden, der dir nahe steht. Über die Sternsamen werde ich noch früh genug in einem eigenen Video sprechen. Nachdem ich den rein psychologischen Aspekt des Woken-Phänomens verstanden habe, muss ich jetzt den künstlichen Aspekt beschreiben, aber in aller Kürze, denn der wichtigste und interessanteste Teil dieses Phänomens ist die metaphysische Seite und wie es auf natürliche Weise entsteht. Jeder biologische Körper besitzt eine einzigartige Schwingung, die auch in jeder seiner Zellen zu finden ist, und diese Schwingung ist das Ergebnis der durchschnittlichen Frequenz und Schwingung der Seele, die ihn bewohnt, die wiederum das Ergebnis der Gesamtschwingung seiner Gedanken und Gefühle ist. Jede Seele ist einzigartig und hat eine Schwingung, die sie perfekt widerspiegelt, und keine zwei Menschen, keine zwei Körper haben genau die gleiche Schwingung. Diese Frequenz und Schwingung ist eine Energieschwingung, ähnlich wie ein Radiosender, und hat eine einzigartige energetische Adresse in dem Energiefeld, in das sie eingetaucht ist.
Obwohl die menschliche Technologie die genaue Frequenz einer Person in einem biologischen Körper nicht feststellen kann, weil sie weit über ihr technologisches Niveau und ihre Kapazität hinausgeht, haben andere nicht-menschliche Kulturen ein so hohes technologisches Niveau entwickelt, dass sie nicht nur die spezifische Frequenz einer Person feststellen, sondern sie auch mit fortschrittlichen Maschinen manipulieren können. Sie können die Frequenz einer bestimmten Seele erkennen, indem sie die Schwingungen der DNA ihres biologischen Körpers lesen. Es ist bekannt, dass die DNA einer Zelle als Antenne fungiert, um die entsprechende Frequenz der Seele, der sie gehört, in den Körper zu bringen. Das bedeutet, dass eine Seele nur einen Körper bewohnen kann, der auf sie zugeschnitten ist und in dessen DNS die richtigen Frequenzempfänger kodiert sind, was wie ein Frequenzschlüssel wirkt. So kann nur die Seele des Besitzers durch den speziellen Körper in die materielle Welt eintreten und dort arbeiten. Mit einer Maschine, die Immersionskapsel genannt wird und ähnlich wie eine medizinische Kapsel zur Behandlung von Verletzungen funktioniert, können fortgeschrittene Sternenvölker die genaue Frequenz einer Seele und eines biologischen Körpers isolieren und eine Seele in einen inkompatiblen Körper zwingen, indem sie die Immersionskapsel als Adapter verwenden. Ähnlich wie bei einem Transformator, die Tauchkapsel erhält die Frequenz einer Seele, indem sie die DNS ihres ursprünglichen biologischen Körpers liest und dann ihre Frequenz und Schwingung innerhalb der Maschine künstlich verändert, um sie in die erforderlichen Frequenzen des aufnehmenden biologischen Körpers zu übertragen. Auf diese Weise wird das Signal der Seele aus dem ursprünglichen Körper in den neuen, empfangenden Körper umgeleitet. Unabhängig davon, ob dieser schwingungsmäßig mit der Seele kompatibel ist oder nicht, daher ist es technologisch möglich, jede Seele in praktisch jedem physischen Körper eine Lebenserfahrung machen zu lassen. Da das Seelensignal, das der Empfangskörper empfängt, künstlich ist, kann es verstärkt werden, um die ursprüngliche Seele des Körpers effektiv außer Kraft zu setzen und sie durch die künstlich bestimmte Seele zu ersetzen. Dies ist eine unethische technologische feindliche Übernahme, die von mehreren rückschrittlichen Rassen, darunter auch einigen auf der Erde, genutzt wird, um eine Person dazu zu zwingen, abscheuliche Gewalttaten oder andere Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würde. Sie wird nicht nur eingesetzt, um schreckliche Verbrechen zu begehen, wie zum Beispiel Ereignisse unter falscher Flagge, sondern auch, um vorübergehend den Körper einer Zielperson zu übernehmen, um sie zu zwingen, ein Verbrechen zu begehen, damit sie dafür verhaftet und somit ausgeschaltet werden kann und daran gehindert wird, ihre Arbeit fortzusetzen, die den Interessen desjenigen zuwiderlief, der diese Art von körperraubender Hochtechnologie besaß. Obwohl es schwer ist, das mit Sicherheit zu sagen, könnte das der Grund sein, warum so viele Menschen behaupten, dass sie sich nicht daran erinnern können, die Verbrechen begangen zu haben, die ihnen vorgeworfen werden. Andererseits nutzen zahllose hochmoralische und hochentwickelte Sternenrassen diese Technologie, um in einen Bereich wie die Erde einzudringen und dabei einen menschlichen Körper zu benutzen, der nur ein NSC oder eine Hintergrundperson war. Was bedeutet, dass dieser Körper zuvor von der Matrix auf der Erde durch die Wirkung des kollektiven Unbewussten belebt wurde, das ein Signal an all diese leeren, seelenlosen Menschen sendet, das im Grunde dasselbe ist. Das erklärt, warum sich so viele Menschen so gehorsam gegenüber dem System verhalten und völlig unfähig sind, irgendetwas zu verstehen, geschweige denn zu hinterfragen, was außerhalb ihrer kollektiven, unbewussten Matrix-Programmierung liegt. Ich muss sagen und betonen, dass selbst wenn sie wütend oder beleidigt reagieren, wenn du sie fragst, ob sie eine Seele haben oder nicht, ist auch das Teil ihrer Reaktionsprogrammierung. Aber abgesehen davon kannst du nicht wissen, wer eine Seele hat oder nicht, außer in einigen offensichtlichen Fällen. Man kann aber auch argumentieren, dass diese seelenlosen sogenannten Hintergrundmenschen oder NSCs tatsächlich eine Art Seele haben, aber eine gemeinsame, kollektive, bei der sie alle nur verschiedene Endgeräte eines zentralen kollektiven Unterbewusstseins sind, das dadurch funktioniert, dass sie alle in ein geschlossenes System eintauchen, das von der Erde und den Van Allen Strahlungsgürteln begrenzt wird, die wie eine ätherische Barriere wirken, wie so viele Sternenmenschen behaupten.
Deshalb sind ihre Werte, Gedanken und Reaktionen so ähnlich, sie kopieren sich gegenseitig und befolgen zwanghaft die Regeln des Systems. Allerdings kann man dem auch entgegenhalten, dass eine Inkarnation mit diesen Merkmalen auch eine Seelenerfahrung ist, obwohl sie meiner Meinung nach schnell eintönig werden würde. Wir können dies aber auch aus einem rein psychologischen Blickwinkel betrachten. Der Grund, warum sich Menschen so gehorsam verhalten, könnte nur das Ergebnis ihrer angstbasierten Überlebensmechanismen sein und ihrer Vorstellung, dass ihre weitere Existenz besser gesichert ist, wenn sie alle Regeln befolgen. Schließlich gibt es noch die natürlichen Woke-ins, die ohne jegliche technologische Einmischung auftreten und völlig metaphysischer Natur sind. Sie sind Teil des Wesens der Inkarnationen, des Prozesses, bei dem eine Seele eine physische Erfahrung macht, die Teil des größeren Universums selbst ist. Wenn eine Seele nicht in einem einigermaßen gesunden biologischen Körper weiterleben möchte, kann sie sich dafür entscheiden, die Erde zu verlassen und durch eine andere Seele ersetzt zu werden, die eine Lebenserfahrung auf der Erde machen möchte, vielleicht mit einer bestimmten Mission, aber nicht den langwierigen und mühsamen Prozess durchlaufen möchte, dort geboren zu werden, zum Kleinkind und dann zum Kind heranzuwachsen und dann die ganze Grundschulzeit zu durchlaufen und so weiter. Vielmehr zieht sie es vor, als Erwachsene einzutreten, damit sie so schnell wie möglich mit der guten Arbeit beginnen kann. Wenn das geschieht, ist das keine feindliche Übernahme, sondern eine natürliche Übereinkunft zwischen der ursprünglichen Seele und der neu eintretenden Seele. Diese Übereinkunft geschah höchstwahrscheinlich in der Zeit zwischen den Leben, in der die nächsten Inkarnationen in einem Raum außerhalb der linearen Zeit, wie sie auf der Erde bekannt ist, geplant werden. Die ursprüngliche Seele hat es vielleicht satt, in diesem Körper auf der Erde zu leben, aus welchen Gründen auch immer, aufgrund von psychologischem Druck, Lebensschwierigkeiten, Beziehungsabbrüchen oder vielleicht wegen einer Krankheit. Diese Seele wird buchstäblich aussteigen und durch die neue Seele ersetzt, die fast immer spirituell viel weiter fortgeschritten ist als die erste und die wissentlich und bereitwillig das Leben der ersten Seele und alles, was dazu gehört, übernehmen wird. Auch wenn sich die eintretende Seele vielleicht nicht mehr vollständig daran erinnern kann, wer sie ist und warum sie in diesen Körper eingetreten ist, erbt sie fast alle Erinnerungen der ersten Seele, die sie sich zu eigen macht. Sie gehören ihr jetzt. Allerdings wird die neue Seele diese Erinnerungen auf eine andere Art und Weise und aus einer viel umfassenderen Sichtweise heraus interpretieren. Manchmal werden emotionale Auslöser entfernt. Manchmal muss sie auch mit diesen umgehen, da sie in das zelluläre DNA-Gedächtnis und das Muskelgedächtnis des physischen Körpers eingebettet sind, den sie erbt. Doch oft ist das Gedächtnis der ersten Seele nicht vollständig. Deshalb muss sich die neue Seele dessen bewusst sein oder es nutzen, denn geistige Aussetzer und Gedächtnisverlust sind sehr häufig. Das ist sehr beunruhigend für die Familie des Betreffenden, und ich meine die Familie des Körpers. Dieses Phänomen ist sehr häufig, kann aber schwer zu erkennen sein, da selbst die fortschrittlichsten Messgeräte es nicht entdecken können. Und wie bei den Sternsamen geschieht, ist es eher ein inneres Wissen, für das jeder Einzelne verantwortlich sein muss, wobei auch die psychologischen und Bewältigungsmechanismen, die ich oben erwähnt habe, berücksichtigt werden müssen. Jeder hat seine eigene individuelle Bewusstseinsstufe darüber, was er ist und wie und warum er auf der Erde inkarniert ist. Manche können sich an ihre gesamte Mission erinnern und sind sich zu 100% bewusst, dass sie ein Woke-In sind, und wissen auch noch genau, warum sie auf der Erde sind und welchen Auftrag sie haben. Meistens leiden Woke-Ins aber auch unter dem Gedächtnisverlust an frühere Leben, dem sogenannten Schleier des Vergessens auf der Erde, in dem sie sich wie jeder andere Sternsame, wie jede andere Seele, zurechtfinden müssen. Dennoch sind sie in der Regel spirituell weiter fortgeschritten als die Seele, die sie hereingelassen hat. Und sie waren vollkommen zuversichtlich, dass sie ihre Mission auf der Erde trotz all der Schwierigkeiten erfüllen können. Und viele andere können auch einen langwierigen Prozess durchlaufen, indem sie allmählich die Erinnerung daran zurückgewinnen, wer sie vor dem Eintritt in ihren neuen Körper waren, sowie an ihre Aufgabe in der Welt der Lebenden. Der Seelentausch in einem Körper findet in der Regel nach einem schweren Unfall statt,
Vor allem, wenn der Körper ins Koma fällt oder eine Nahtoderfahrung macht, bei der die ursprüngliche Seele beschließt, ins Jenseits zu gehen und den Körper dem neuen Körper zu überlassen, der bereitwillig die Reparaturen und die Pflege übernimmt, die nötig sind, um sich von dem Unfall zu erholen. Obwohl dieser letzte Teil, den ich gerade beschrieben habe, anderen Menschen, die über Woke-ins sprechen, gut bekannt ist, gibt es noch einen anderen Moment im Leben eines Menschen, den Körper, in dem der Seelentausch stattfinden kann, und von dem nur sehr wenige Menschen, die über dieses Thema sprechen, wissen. Ein Seelentausch kann auch während eines schweren emotionalen Ereignisses im Leben einer Person stattfinden, zum Beispiel als Folge einer dunklen Nacht der Seele, einer schweren Depression oder des Verlusts eines nahen Verwandten oder einer geliebten Person. Wenn die ursprüngliche Seele nicht weiterleben möchte und den noch brauchbaren Körper an eine eintretende Seele vererbt, über diesen rein metaphysischen Aspekt werde ich im zweiten Teil dieses Themas noch viel mehr sprechen. Zum Abschluss des heutigen Videos muss ich sagen, dass ein Woke-In-Phänomen zwar der dämonischen Besessenheit ähnelt, da beide durch eine Veränderung der Person, die den Körper steuert, definiert sind. Aber im Fall der dämonischen Besessenheit sind diese eindeutig negativer Natur, da die Übernahme mit Gewalt und gegen den Willen der ursprünglichen Seele erfolgt. Im Falle von Woke-Ins übernehmen sie einen Körper mit dem Einverständnis des ursprünglichen Besitzers, der als Teil seines ursprünglichen Lebensplans freiwillig ins Jenseits zurückkehrt, weil er vielleicht nicht alle Leiden des Alters oder die eines beschädigten Körpers nach einem Unfall durchmachen will. Dies wird auch als ethische Alternative zum Selbstmord gesehen oder erwähnt, da sich die ursprüngliche Seele freiwillig aus dem Körper zurückzieht, ohne ihn getötet zu haben, und somit kein Karma für ihn erzeugt. Ich werde im zweiten Teil dieses Videos fortfahren. Danke, dass du es magst und abonniert hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und hoffe, dich das nächste Mal hier zu sehen. Lass es dir gut gehen und sei glücklich. Pass auf dich auf. Mit viel Liebe, deine Freundin, Maris Varu. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.